Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und heute sind wir beim Philipp in Bruck. Wir machen heute eine Betonoptik zusammen. Philipp, du kannst dich mal vorstellen. Hi, servus, wenn du willst. Ich bin der Hans Philipp. Ich habe mit dem Tobi die Meisterschule zusammen gemacht und der hilft mir heute bei einer Betonoptikwand. Da bin ich sehr froh, dass er da ist. Und jetzt geht's los. Genau, wir fahren jetzt zum Kunden. Wir machen heute eine Betonoptikwand von Edel und Stein. Der ganze Raum wurde gestrichen und wir machen jetzt als Akzent eben noch die Wand rein. Wir werden jetzt dann zeigen, wie wir das Ganze machen zusammen. Und wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls ihr auch Interesse habt an den Produkten, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. info@showroom-handwerk.de. Und dann würde ich sagen, fahren wir zur Baustelle und dann geht's los. Da ist schon über 12.000 Abonnenten, du Jürgen. Ja, das ist echt daraus entstanden, dass ich so im Januar zu der Corona-Zeit, habe ich mir gedacht, jetzt streichen bestimmt viele Leute ihre Wohnung, weil sie Zeit haben. Dann halt mache ich jetzt einmal so Videos, wie man so einen Putz macht oder streicht. Und dann habe ich das halt dann weitergeführt. Irgendwie. Aber kann man jetzt das Material für euch kaufen, auch wenn man das schulumiert hat? Nein. Nee, das geht nicht. Also man muss für die Foto machen. Ja, weißt du, das Problem ist, dass wenn man das Material jetzt hat, kauft, ohne dass man die Schulung gemacht hat. Wie geht's auch? Und wenn jetzt das einer hinmacht, die Betonoptik, und dann versaut er das, und dann sagt er, ja, ihr seid schuld, das Material ist kacke. Ja, eben, ja. Und ja, okay, obwohl er gar nicht weiß, wie er es verarbeiten muss. Ne? Deswegen ist schon flauer, erst eine Schulung zu machen. Na, freilich. Und wir haben einen Fall gehabt, da hat eine Material gekauft, und das war wirklich eine Ausnahme, dass sie es ohne Schulung bekommen hat. Auch direkt vom Hersteller halt. Und dann hat sie für über 1000 Euro Material gekauft, hat das dann gemacht und hat es nicht funktioniert. Musste alles wieder neu machen, hat nochmal Material gehabt, also hat die 1000 Euro in den Sand gesetzt und hätte sie eine Schulung einmal gemacht. Dann hat es ja jetzt ist es gerade hingehört. Ja. Weil ist jetzt in der Corona-Zeit, darfst du nur die Online-Dinge machen, oder? Also bis jetzt darf man schon noch Schulungen machen, halt bloß wenn du einen Gewerbeschein hast. Mhm. Weil sonst darfst du dich eigentlich nicht treffen. Aber jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt dann halt ist. Ja, ich gar nichts mehr. Ich glaube, das 3 Wochen zu spielen. Bis Neujahr, oder? Ja, öffnen, gewiss. Ja. Leck, was hast du mit meinem Bindel angestellt? Das hat Sauberbiermehl, oder nicht? Schau mal den an! Das hat Sauberbiermehl! Ja, das ist nur ein Motor. Da haben wir jetzt nicht. Spannend, oder? Ich hab Angst! Alles top. Die Ofen. Ah, genau. Ey, Glückwunsch. Geile Meile. Das schaut top aus. Perfekt. So, wir sind jetzt fertig mit der Baustelle. Die Betonoptik ist fertig und wir waren gerade nochmal beim Kunden, haben Bilder gemacht. Die posten wir auch auf Instagram, da könnt ihr auch beim Philipp vorbeigucken. Der heißt auf Instagram Philipps Malarbeiten. Oder? Servus! Und da posten wir ein paar Bilder, da könnt ihr gerne vorbeigucken. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und schreibt, wie ihr es mal findet. Und wie bist du zufrieden mit dem Endergebnis? Der Kunde ist zufrieden, ich bin zufrieden. Besser geht's nicht. In dem Sinne, macht's gut, Oleg. Also, servus!